Der Text ist auch nicht schlecht, aber ich finde, der Star, so für mich jetzt persönlich, ist das Video irgendwie. Ich mag halt diese leicht amateurhafte Bearbeitung, die ja mit Absicht so ein bisschen trashig gemacht ist. Oh, sogar hier, ey, Alter, war das. Ey, GTA Vice City, wie geil ist das denn? Yo, welcome back. Ich bin's wieder Jay und heute gehen wir wieder auf Finch. Diesmal mit SDP. Liebe ist, ich kann mir vorstellen, es wird dank SDP ein sehr, sehr witziges Ding wieder. Man sieht es ja auch so ein bisschen in der ersten Sekunde schon, die Andreas-Location. Und ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr auch. Und bis gleich. Let's go. Es ist gar nichts okay, man, tu nicht so. Es ist vorbei bei Juni-Mord. Schreib es offen auf den Kudamm rum. Liebe ist ein Hurensohn. Es geht gleich in die vollen, in die. Das ist dieser Sturm, der am Rollo hier richtig abgeht bei mir gerade. Es geht richtig ab gleich, ne? Es werden immer ständig irgendwelche Footages benutzt. Sehr kreativ. Es geht von ich liebe dich und Frühlingsgefühlen zu fliegenden Tellern und knallenden Türen. Ach, hier auch. Ach, ist ja schön. Von Romantik jede Nacht zu sie bringt dich. Haben wir noch Peps? Hast du noch Peps dabei? Weinen so wie Tränengas. Ja, liebe. Also allein schon wegen diesen Videos, die man ja kennt, die meisten zumindest, ist es ein Hingucker. Und wenn der Text dazu nur noch passt, ist auch ziemlich witzig. Ist ein mieses Mistschwein. Du liegst auf dem Boden und sie trifft auf dich ein. Oh, sogar hier, ey, Alter, war das. Ey, GTA Vice City, wie geil ist das denn? Und sie trifft auf dich ein. Ich sitz da. Ich wusste ja, dass Finch einfach einen mega geilen Geschmack hat. Aber Vice City hätte ich jetzt nicht gedacht. Neben diesen ganzen, ich sag mal, Real Footages hier so ein Game zu haben, so interessant. Und heul allein und sie sagt, lass uns Freunde sein. Es ist gar nichts okay, man, tu nicht so. Es ist vorbei bei Juni-Mord. Vor allem auch teilweise übelst die alten Footages, das ist ja geil. Besoffen auf dem Kudamm rum. Lieb. Okay, das kannte ich jetzt nicht, das war leicht verstörend. Ist ein Hu. Ah, hier unser Freund, oh, wie hieß er nochmal da? Unreal Engine Typ. Nee, der Unreal Tournament Typ. Aber was es nicht alles für geile Kultsachen gibt, die also die mittlerweile Kult sind, aber die so, so geil waren früher, oder? Also richtig geil. Dieser Track ist neben dem coolen Track, aber auch dem extrem geilen Musikvideo einfach mal wieder eine geile Nostalgiefahrt back to the roots. Klaus Kinski, geil. Ich schweb auf Wolke 7 und das nur mit dir. Unsere Liebe wird die Menschheit niemals akzeptieren. Das Coolste ist echt GTA Vice City, wirklich. Du hast eine große Schla. Weil ich das überhaupt nicht hier drinne vermutet hätte. Doch der kleine Arsch, bisschen abgehoben. Ja, das ist ja halt deine Art. Zusammen die ganze Welt gesehen. Es ging ab. Den kannte ich auch. Ah. Fällt mir aber gerade der Name nicht ein. Der wurde ja dann teilweise übelst oft verdoppelt hier und wurde nebeneinander gelegt und dann kam die Sprache 100 Mal hintereinander mit einer leichten Verzögerung. Und was die alles mit dem noch gemacht haben, war auch ziemlich geil. Es ging ab und down. Doch in Amsterdam bist du dann einfach abgehauen. Ach, Carsten. In deinem Kopf sind ständig andere Typen. Ich werd dich ewig lieben, Boeing 737. Es ist gar nichts okay, man, tu nicht. Oder auch der, ne, der Russe oder was er nicht alles. Also der wurde so für russische Sachen verwendet. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Russe war. Aber der wurde dann irgendwann auch für alles andere verwendet. Nicht so, es ist vorbei bei Juni-Mord. Schreib es offen auf den Kudamm rum. Liebe ist ein Hurensohn. Ich kenne aber auch viele Sachen nicht oder es fällt mir nicht ein, was es war. Bedeutet, das ist mein gebrochenes Herz. Ich sag dir,
sind vermutlich auch viele Sachen von Filmen, also von richtigen Filmen. Und ich bin leider nicht so der Filmgucker, deswegen zumindest sah es so ein bisschen aus, als wäre es von einem Film gewesen. Ist wie Zwiebeln schneiden, am Ende sitzt du in der Küche und heul. Wie oft wird mir das noch passieren? Ich lasse es mir tätowieren. Liebe ist ein Hurensohn. Liebe ist ein, Liebe ist ein. Ich meine, der Text ist auch nicht schlecht, aber ich finde, der Star so für mich jetzt persönlich ist das Video irgendwie. Liebe ist ein. Aber so ist es halt, ne? Liebe ist gut, aber auch schlecht gleichzeitig. War echt cool. Ich mag halt diese leicht amateurhafte Bearbeitung, die ja mit Absicht so ein bisschen trashig gemacht ist, finde ich halt cool. Sehr, sehr kreativ auf jeden Fall. Und es war für mich so eine kleine, ja, so eine kleine Fahrt nach damals. Also es hat, war schön nostalgiemäßig, es war echt geil, diese alten Sachen wieder zu sehen, die ich jetzt gerade schon wieder alle vergessen habe, weil es zu viele waren, aber es war echt cool. Der Track war auch cool, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ihr könnt ja auch gerne drunter schreiben, wie euch das gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Jay. Ciao.